Ja, dann hallo und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag Grundforstpreis ist in 2023. Mein Name ist Thomas Heuchert und zusammen mit meinem Kollegen Michael Giesen von der Firma Laudert präsentieren wir euch heute diesen Vortrag und natürlich auch die Vorgehensweise in diesem Projekt. Das Ganze wird aus zwei Sichten stattfinden, einmal aus der Kundensicht, das heißt von uns, von der Firma Grundforst, und von der Implementierungspartnersicht aus Sicht von Laudert. Ja, beginnen wir einmal mit der Vorstellung der Unternehmen, kurz und knackig. Vorstellung von Grundforst. Grundforst ist ein dänischer Pumpenhersteller und wurde 1945 in Beringbo in Dänemark gegründet von einem gewissen Herrn Poul Jensen. Und wir haben über 20.000 Mitarbeiter weltweit für uns im Einsatz an über 100 verschiedenen Standorten. Wir hatten letztes Jahr eine Jahresproduktion von ca. 16 Millionen Pumpen und gehören dazu zum Weltmarktführer oder sind Weltmarktführer in der Pumpenherstellung. Ja, unsere Hauptprodukte sind Umwälzpumpen, Tauchpumpen und Verdrängerpumpen, aber da könnten wir jetzt auch noch einen Vortrag draus machen, das brauchen wir nicht zu tun. Und vielleicht noch zu meiner Person. Mein Name ist Thomas Heuchert, wie vorhin schon erwähnt. Ich bin 31 Jahre alt und arbeite seit knapp 12 Jahren für die Firma Grundforst in verschiedensten Positionen. Und aktuell arbeite ich im globalen PXM-Team, das steht für Product Experience Management, und bin dort im Headquarter in Dänemark tätig. Zu meinen aktuellen Aufgaben gehören die allgemeine Datenverteilung und darüber hinaus auch das Implementieren von intelligenten Plattformen. Und somit sind wir auch zu dem heutigen Thema gekommen, und zwar der Erzeugung und Veröffentlichung von Preislisten über die Print Suite. Gut, dann mache ich mal von Dienstleisterseite weiter. Mein Name ist Michael Giesen, ich bin vom Unternehmen Laudert. Laudert gibt es am Markt schon seit 1959. Ursprünglich aus dem klassischen Print entstanden, haben uns dann über die Jahrzehnte zum einem der führenden Dienstleister im Medienbereich entwickelt und sind in verschiedenen Bereichen tätig, unter anderem der Medienproduktion, der Medien-IT. Wir haben große Studios, also sind da spezialisiert auf E-Commerce-Fotografie, der Bereich Print-Services, früher war es Digitaldruck. Heute sieht es da so aus, dass wir eben dort die Druckservices etc. Entsprechend makeln und das Ganze abgerundet durch unsere Kreativabteilung Loft. Und diese Bereiche werden letztendlich dann eingerahmt durch unsere Consulting-Leistungen. Zu mir als Person, mein Name ist Michael Giesen, wie gesagt, bin 45 Jahre, drei Kinder und bin Abteilungsleiter im IT-Consulting bei Laudert. Und meine Themenschwerpunkte sind halt PIM-DAM-Systeme und der Bereich Dynamic Publishing. Ein paar Takte zur Ausgangslage. Ähnlich lang, wie wir schon Partner von Werk 2 sind, arbeiten wir auch schon mit Grundforst zusammen. Grundforst ist tatsächlich mein erstes Print-Suite oder Print-Comet-Projekt gewesen. Schon ein recht komplexes Projekt schon zur damaligen Zeit. Und damals war noch das System Hybris im Einsatz bei Grundforst, heute SAP Commerce Cloud mit einer klassischen Print-Comet-Anwendung hinten dran. Und in diesem Bereich haben wir dann auch die Medienproduktion für den Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, produziert. Also war noch relativ viel händische Arbeit notwendig in der Automatisierung. Aber damals schon recht komplexe Tabellen, die wir dort verwirklicht haben. Mit der Zeit gab es dann gesteuert aus Grundforst Frankreich das Bestreben, ein zentrales System als Alternative zu SAP Commerce einzuführen, und zwar das Akeneo-System, was dann letztendlich dann auch als echtes PIM-System dienen sollte. Dort wurde dann eine alternative Ausleitungstechnologie verwendet. Wir waren aber nach wie vor im Boot im Bereich der Medienproduktion, der Template-Gestaltung etc. Aber auch diese Lösung hat sich dann als zu wenig flexibel für die Anforderungen, die wir später dann hatten mit den über 60 Preislisten, erwiesen. Also war rein clientbasiert, die Templates waren viel zu starr für die Anwendungszwecke, also auch gerade in Richtung Konfiguration von Tabellen, von Templates, sodass dann Grundforst letztendlich nochmal auf die Suche gegangen ist nach einer passenden Lösung.
Genau, da übernehme ich dann nochmal zum Thema Ausgangslage. Schon mal vielen Dank, Michael. Wie er schon gerade gesagt hat, wir hatten vorher eine andere Alternative im Einsatz, die nicht so, ja, ich sag mal, nicht so flexibel war, wie wir es gerne gehabt hätten. Und dementsprechend kam dann vom Management immer mehr der Bedarf auf und wurde halt bei uns angeklopft und wurde gesagt, ja Leute, wir brauchen mal ein Tool, womit wir alle Preissätze erstellen können, anstatt in jedem Land ein anderes Tool im Einsatz zu haben. Und aus diesem Bedarf heraus hat dann mein Chef zu mir gesagt, ja pass auf, hättest du nicht Lust, so ein Tool zu suchen und die Verantwortung zu übernehmen, dieses Tool in unsere Infrastruktur zu implementieren? Das habe ich bejaht und daraufhin ist das ganze Projekt entstanden. Und die Idee, die dahinter steckt, ist halt zu sagen, oder so haben wir es jetzt auch letztendlich umgesetzt, dass wir halt einen zentralen Master stellen, das heißt eine Preisliste, in der alle Produktnummern, die wir weltweit halt verkaufen oder beziehungsweise die wir weltweit in den Preislisten zeigen möchten, die sind dort verplant. Und dieser Master wird letztendlich dann kopiert und wird anhand von einem Attribut, das bei uns definiert worden ist, shown in Catalog. Das bedeutet einfach so viel wie, wird diese Artikelnummer in Deutschland angezeigt, ja oder nein? Und mit diesem Attribut weiß dann das System, okay, für die deutsche Preisliste wollen wir aus den 150.000 verplanten Artikelnummern weltweit, wollen wir 15.000 anzeigen und die anderen 135.000 halt eben in Deutschland nicht. Ja, vielleicht noch irgendwie einen kurzen Satz zum Akeneo, zum PIM-System, sorry. Wir haben Akeneo im Einsatz bei uns. Im weiteren Verlauf der Präsentation werde ich auch noch genau zeigen, wie das bei uns implementiert worden ist, wie das Ganze verknüpft ist. Ja, und in dem speziellen Fall natürlich von Akeneo in die PRINT-Suite. Und noch einen kleinen letzten Satz, vorab, aber macht nichts. Wir hatten bei uns auch, bevor wir das Projekt gestartet haben, haben wir ganz klar definiert zu sagen, wir wollen weg von den gedruckten Preislisten. Hat viele verschiedene Gründe gehabt. Einmal natürlich ein Kosteneffekt, ebenfalls umweltfreundlich war das Ganze. Aber der Hauptaspekt, warum wir davon weg wollten, ist, dass wir halt in den letzten Jahren gemerkt haben, dass die Preise, die sind halt sehr, die verändern sich die ganze Zeit wegen den Rohstoffpreisen etc. Und dieses Anpassen in gedruckten Preislisten ist halt nicht möglich. Wenn die einmal verschickt worden ist an die Kunden, steht der Preis da drin und das geht halt nicht. Und darüber hinaus natürlich auch Anpassungen wie Bilder, Texte etc. Das ist halt einmal dann versendet und das wollten wir nicht mehr. Allerdings muss ich dazu sagen, es gab leider eine Handvoll von den 62 Preislisten, die trotzdem gedruckt worden sind. Ich glaube, 5 oder 6 Stück sind. Aber da arbeiten wir dran, dass das auch noch reduziert wird. So, jetzt kommt natürlich irgendwann nochmal die Frage auf, wie sieht das Ganze denn aus? Das sehen wir einmal hier. Darum geht es heute. Das ist ein Auszug aus der deutschen Preisliste. Ganz links sehen wir das Deckblatt, schlicht gehalten. Und rechts daneben sehen wir so eine ganz einfache Doppelseite von unseren CR-Produkten. Das haben wir jetzt einfach beispielsweise mal da rausgenommen. Und wir haben für das Projekt 2023 uns vorgenommen, eine schlichte, übersichtliche Preisliste zu erstellen für alle Länder. Vorab hatten wir auch ein paar komplexere Preislisten, die wir veröffentlicht haben, wie zum Beispiel in Frankreich. Das Ganze haben wir aber runtergebrochen und wollten es schlichter haben, weil das Projekt so groß war, dass wir nicht in die Gefahr kommen wollten, dass wir dann durch irgendwelche Kennlinien oder so in Komplikationen kommen, das Ganze dann für 62 Preislisten halt bereitstellen zu können. Was wir aber dennoch gemacht haben, weil dieser Bedarf nach Kennlinien etc., der ist halt nun mal da am Markt, haben wir halt gesagt, okay, wir erstellen ein interaktives PDF für unsere Kunden. Das sehen wir ja hier. Und diese Daten, die wir jetzt nicht mehr in der Preisliste anzeigen, die sind bei uns in einem Grundfos Product Center, sind die alle hinterlegt. Das ist einfach eine webbasierte Datenbank, wo die Kunden sich die zum Beispiel Dokumentation runterladen können, Kennlinien der Produkte und vieles mehr, was halt in so einer Preisliste nicht abzubilden ist. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie haben wir aus der Preisliste oder wie haben wir die Preisliste mit dem Grundfos Product Center verbunden? Das Ganze haben wir schlicht gehalten über die Produktnummern. Das heißt, wenn man jetzt mit der Maus auf die Produktnummer klickt, dann öffnet sich ganz normal unser Grundfos Product Center. Und dort stehen dann alle Informationen, die der Kunde zuzüglich zu der Preisliste benötigt, zur Verfügung. Das Ganze ist auch noch sprachenbasiert. Das heißt, wenn ich jetzt auf die erste Nummer hier in der Preisliste draufdrücke, dann sehe ich, komme ich halt automatisch in das deutsche GPC. Das heißt, ich sehe dann auch den Preis für den deutschen Markt. Und wenn ich jetzt auf die gleiche Produktnummer in der französischen Preisliste klicken würde, sehe ich den Auszug halt auf Französisch plus den französischen Preis. Kannst du einen weiterklicken? Genau. Jetzt kommen wir schon zum nächsten Punkt, Anbieterauswahl. Das war gar nicht ganz so einfach. Als ich das Projekt angenommen habe und habe halt gesagt, okay, ich suche ein Tool, was auf unsere Anforderungen, unseren Anforderungen halt entspricht, bin ich nach Dänemark gefahren, ins Headquarter, habe mich mit meinen Kollegen zusammengesetzt und dann haben wir erstmal ein ganz einfaches Brainstorming gemacht. Das heißt, wir haben zusammengesetzt und haben gesagt, was ist unser Ziel von diesem Projekt?
Welche Anforderungen haben wir an das Tool? Ja, was muss das Tool mit sich bringen? Brauchen wir eine Standardsoftware oder eine Individualsoftware? Und zu guter Letzt war da noch die Frage, implementieren wir das Tool selber, ja, mit unserer eigenen IT, oder haben wir einen externen Partner, der uns dabei unterstützt? Und aufgrund dieser Fragen oder die Fragen habe ich mitgenommen, bin nach Deutschland gefahren und habe mich eine Woche hingesetzt, habe den Markt ein bisschen analysiert, habe mal geschaut, wer ist denn da überhaupt verfügbar oder welche Tools gibt es da am Markt. Und dann hatte ich, glaube ich, eine Auswahl von 6 verschiedenen Tools. Ja. Habe aber schon relativ schnell gemerkt, dass nur 2 eigentlich in Frage kommen, weil aufgrund natürlich der Kooperation war Print und als Implementierungspartner Laudert natürlich mit dabei. Aber es gab noch einen anderen Wettbewerber, der meiner Meinung nach auch ein gutes Tool anbietet. Aber wir haben gesagt, okay, wir müssen gucken, welche Produkte gibt es und welches Tool von diesen beiden Tools passt auf unsere Anforderungen. Das haben wir dann ganz normal gemacht, halt Verfügbarkeitscheck, ist das Tool schon verfügbar am Markt, können wir das sofort verwenden, ist das Tool erprobt, sind die Kosten, die bei der Implementierung zustande kommen, passt das überhaupt in unser Budget? Also quasi eine ganz normale Analyse, um einen Anbieter zu finden. Vielleicht noch was, wo wir noch besonderen Wert drauf gelegt haben, ist der Part Schnittstellen. Wir, das sehen wir auch gleich noch im weiteren Verlauf, wir fahren den Best-of-Breed-Ansatz, wie ich von dir gelernt habe. Vielen Dank. Ich kannte dieses Wording nicht. Ich habe dazu immer was anderes gesagt. Aber wir fahren den Ansatz, dass wir halt die Lösung einsetzen wollen, die in unsere Infrastruktur am besten passt. Und wenn morgen sich ein Tool verändert oder ein neues Tool auf den Markt kommt, was vielleicht unseren Anforderungen noch mehr entspricht, dann können wir das ganz einfach austauschen. Deswegen, man könnte ja auch so eine Print-Suite, könnte man ja rein theoretisch auch via Plugin oder Add-on in ein PIM-System zum Beispiel implementieren. Und das wollten wir nicht mehr. Das hatten wir mal und das hat bei Updates etc. das zu vielen Problemen geführt. Deswegen wollten wir halt eine eigene Plattform haben, um Preislisten auszuleiten. Ja, und letztendlich ist die Entscheidung dann auf die Print-Suite gefallen von Berg 2 und als Implementierungspartner dann die Mannschaft von Laudert. Und das war's zur Anbieterauswahl. So, dann, nachdem klar war, hey, wir benutzen die Print-Suite, ja, die wird in unsere Infrastruktur mit implementiert, kam dann natürlich der nächste Punkt, die Basis schaffen. Und da hatte ich dann die ersten Telefonate mit dem Michael zusammen und dann wurde halt ganz schnell klar, wir müssen uns die Frage stellen, also bei Grundforce, was müssen wir liefern, um Preislisten zu erstellen? Das ist so die Grundfrage hinter der Basis. Und das Ganze habe ich in 2 Teile aufgebrochen. Ich habe einmal gesagt, wie soll so eine Preisliste aussehen? Das war quasi der erste Part, was wir liefern müssen zum Thema Basis schaffen. Und die zweite Frage war, welche Daten müssen wir strukturiert und automatisiert für die Print-Suite bereitstellen, damit eine Preisliste letztendlich rauskommt. Und zu der ersten Frage mit dem Aussehen, da war ich ganz glücklich drüber, dass wir schon ein bisschen Erfahrung hatten in der Preislistenproduktion und dementsprechend konnte ich mich an den europäischsprachigen Preislisten bedienen, habe ich auch gemacht. Also die sehen noch so aus wie vorher, wir haben das gleiche Design genommen, die gleiche Struktur, das war für uns relativ einfach, aber ich gehe stark davon aus, dass wenn man komplett von Anfang an anfängt, braucht man da auch noch ein bisschen mehr Zeit und vielleicht ein bisschen anderes Know-how noch. In unserem Fall nicht notwendig gewesen. Und die zweite Frage mit den Daten strukturiert und vollautomatisiert bereitzustellen, das war meiner Meinung nach eine sehr, sehr große Hürde. Und jetzt könntest du bitte einmal weiterklicken. Deswegen habe ich dazu auch ein eigenes Slide mitgebracht. Das ist jetzt quasi hier so ein bisschen vereinfacht natürlich unsere IT-Infrastruktur. Ich habe das immer probiert, in den Sparten halt bereitzustellen. Immer wo der Fall dann kommt, beginnt quasi ein neues Tool oder eine neue Datenbank. Und ebenfalls die Reihenfolge ist hier sehr wichtig, auf die ich jetzt noch eingehe. Fangen wir mal ganz links an. Da sehen wir 2 Datenbanken. Einmal SAP, das ist unser Warenwirtschaftssystem, wo natürlich auch Produktdaten drin enthalten sind. Und die zweite Datenbank heißt bei uns GPI. Das ist quasi die Datenbank unter dem von mir schon erwähnten Grundfos Product Center, wo dann Kennlinien, technische Informationen etc. bereitstehen. Allerdings muss ich dazu sagen, dass die Daten da drin nicht so perfekt sind, wie man es gerne hätte. Das heißt, die sind nicht perfekt strukturiert und manchmal auch nicht ganz vollständig. Und dann haben wir in einem vorherigen Projekt, das ist dann hier die zweite Sparte, Products Up, haben wir ebenfalls ein Tool implementiert, da war ich ebenfalls mit dabei. Und das Tool von Products Up, das ist eine Firma in Berlin, ist ein Syndication-Tool. Und in diesem Syndication-Tool haben wir es geschafft, aus den unstrukturierten Daten, nicht vollständigen Daten, strukturierte und vollständige Daten zu ermitteln. Ich nehme mal 2 kleine Beispiele, was da genau passiert in diesem Products Hub. Wir haben bei uns das ist jetzt ein ausgedachtes Beispiel, wir haben bei uns im SAP haben wir ein Attribut, das heißt Farbe.
dann würde jetzt jeder von uns erwarten, da steht Rot, Blau, Gelb und Grün drin, halt ganz normale Werte. Das ist leider nicht so, ja, weil wir schon mit SAP sehr lange arbeiten. Es gab dann halt mal Kollegen, die dann gedacht haben, okay, Farbe, dann trage ich einfach mal ein Motorfarbe Grau und der Nächste denkt sich, okay, Gehäusefarbe Rot. Ja, das heißt, dieses Attribut wird für verschiedene technische Attribute verwendet. Und Product Hub bietet dann die Lösung an, dass man dieses aufsplittet. Das heißt, wir hatten dann ein Attribut, das heißt Motorfarbe in dem Fall und ein Attribut, das heißt Gehäusefarbe. Und der Output aus Product Hub splittet das vollautomatisch aus dem SAP heraus. Das heißt, wenn morgen einer hingeht und wieder das Attribut Farbe für die Motorfarbe verwendet, obwohl es für eine andere Farbe vorgesehen ist, ist im nächsten Lauf automatisch dieser Datensatz bereinigt. Natürlich gibt es auch noch den umgekehrten Fall. Ja. Das heißt, wenn man das Beispiel Gleitringdichtung zum Beispiel nimmt, das ist ein Attribut bei uns von den Pumpen, dann würde man ja meinen, man hat ein Attribut, was Gleitringdichtung heißt und da steht der Wert immer drin. Ist leider auch nicht so. Es ist bei uns vorgekommen, dass wir also bis zu 20 verschiedene Attribute bei uns im System hatten. Das heißt dann zum Beispiel Gleitringdichtung Umwälzpumpe, Gleitringdichtung Alpha oder. Und da stehen halt die Werte dann drin. Was muss man jetzt machen? Man muss diese in ein Attribut zusammenbringen. Das heißt, dass man dann letztendlich nur ein Attribut hat, das Gleitringdichtung heißt, wo alle Werte drin stehen. Das haben wir mit Hilfe von Product Hub geschafft. Und diese Transformation oder die Kontrolle über diesen Daten hat dazu geführt, dass wir das Grundfos Neutral Model, das haben wir so einfach bei uns getauft, quasi haben. Das heißt, wir haben strukturierte Daten vorliegen. Relativ simpel. Und dieses Neutral Model leiten wir via API in unser Akeneo um, also wir leiten das 1:1 weiter. Das bedeutet quasi im Endeffekt von den beiden Silos links bis ins Akeneo haben wir einfach bereinigte Daten und das ist unser PIM-System, von dem wir uns auch dann bedienen letztendlich. Hier sehen wir jetzt nur die Anbindung in Richtung Print, wir haben aber noch etliche andere Tools, die sich an diesen Daten bedienen aus Akeneo heraus. Und zu guter Letzt, hier auf diesem Slide, die Print Suite, die bedient sich an dem Akeneo, also unseren schönen bereinigten Daten, via REST API. Das bedeutet, wenn wir in der Print Suite drin sind und sagen, bitte erstelle mir die deutsche Preisliste, dann zieht die Print Suite sich nur die Daten, die sie benötigt für die deutsche Preisliste. Nichts anderes. So ist die Anbindung daran. Und jetzt hat man natürlich daraus gesehen, egal wo ich jetzt ein Tool irgendwann mal austauschen wollen würde, das funktioniert, weil die kommunizieren zwar miteinander, aber die sind nicht ineinander verbunden. So kann man es ein bisschen umschreiben. Ja, und zu guter Letzt hat man dann natürlich schön auf der rechten Seite die Preisliste. Und ein Punkt ist mir noch ganz wichtig, vielleicht stellt sich da jetzt bei dem einen oder anderen die Frage, was passiert denn, wenn wir jetzt im SAP, also ganz links, eine Pumpe haben, die kostet 100 Euro und am Montagmorgen um 8 Uhr geht jemand hin und sagt, die kostet nicht mehr 100, sondern 110 Euro. Wenn das passiert und ich quasi 2 Minuten später auf den Knopf drücken würde in der Print Suite und sage, bitte erstelle mir die Preisliste, würden wir den Preis 100 Euro sehen. Warum? Weil wir haben diesen ganzen IT-Flow, den haben wir halt getaktet in gewissen Zeitabständen und es dauert halt eine Zeit, alle Daten voll zu verarbeiten und immer weiter zu schmeißen, sage ich jetzt mal dazu. Und das würde bei uns bedeuten, in dem Fall jetzt müsste man quasi bis Dienstag warten. Ja, da haben wir aber, wir haben eine Übersicht, wann das genau passiert. Und am Dienstag würde dann in der Preisliste vollautomatisch 110 Euro stehen. Man kann das Ganze auch manuell anstoßen, wenn man wollen würde. Aber ja, das passiert im Schnitt alle 2 Tage bei uns. Das war's. Ja, super. Danke. Bitte. Ja, dann mache ich mal weiter mit dem Projektvorgehen. Ja, grundsätzlich hatten wir ungefähr einen Zeitraum von 9 Monaten für das Projekt zur Verfügung. Also das ist natürlich für so einen Vollautomaten in diesem Ausmaß, sag ich mal, wo man permanent auch in Richtung Performance optimieren musste, recht knapp bemessener Zeitraum tatsächlich, haben wir letztendlich ja ganz gut geschafft, ne? Mit ein paar Verzögerungen, sag ich mal, die jetzt in diesen Performance-Themen tatsächlich auch lagen, komme ich später auch mal drauf, im Bereich der Risiken, die wir im Projekt hatten. Grundsätzlich ist es so, dass wir das Projekt in verschiedene Phasen aufgeteilt haben. Also wir versuchen das möglichst kleinteilig einzuteilen, also jetzt nicht komplett agil, aber zumindest, das Beste aus beiden Welten, sodass wir eben aus diesen Phasen heraus letztendlich immer die Einflüsse auch in die nächste Phase mit einfließen lassen können, um auf geänderte Anforderungen etc. reagieren zu können. Der Vorteil natürlich bei den PDF-Varianten ist, dass dort kein fester Drucktermin hintersteht. So ist man auch in den Iterationsstufen recht variabel und kann dann nochmal eine zweite Riege mit anschließen, letztendlich, was wir auch getan haben. Das haben wir getan, ja. Genau. Und verbunden eben mit diesem Phasenmodell natürlich die entsprechende Zeitplanung.
Projektplanung, ständige Anpassung des Zeitplans, vollständige Transparenz für den Kunden letztendlich. Und haben für diese einzelnen Phasen dann detaillierte Konzepte. Ich habe das schon mal so, ich glaube vor 2 Jahren war es, schon mal detaillierter dargestellt, wie wir so diese Konzeptarbeit machen, weil wir ja auch mit unseren Teams in Vietnam zusammenarbeiten. Das ist sehr, recht gut eingespielt, sowohl für den Kunden als auch für unsere Entwickler dann eben die entsprechende Basis, um die Dinge umsetzen zu können. Wir haben am Anfang tatsächlich einen Proof of Concept gemacht. Also wie funktioniert letztendlich die Anbindung an Akeneo? Also wir kennen das aus anderen Szenarien, wo wir über Exporte, Importe gearbeitet haben. In diesem Fall ist es tatsächlich eine Live-Anbindung über REST in Richtung Akeneo. Und wer schon häufiger solche Print-Projekte gemacht hat, weiß eben, dass bei bestimmten Systemen die REST-Anbindung eben nicht ganz so performant ist. Insofern war das ein Testwert, war aber mit den Testbedingungen, die wir hatten, soweit erfolgreich. Haben auch ein erstes Template, erstes Bild mal ausgeleitet, was eben komplett auch aus dem Akeneo-System kommt. Und dann letztendlich über die Print-Planner-Plattform dann die Prozesse etabliert, in diesen Server angeschlossen, sodass der Kunde, in diesem Fall Thomas, dann frühzeitig schon in der Lage war, mit dem System zu arbeiten. Das ist auch gleichzeitig das Stichwort Befähigung des Kunden. Wir fahren da eher dieses Fahrschulmodell, also wir benutzen das häufiger schon mal im PIM-Kontext, dass wir eben versuchen, den Kunden möglichst frühzeitig mit ins Boot zu nehmen, selber zu befähigen. War auch eben eine Prämisse, die du gestellt hast, dass ihr das System komplett bedienen wollt, keine Medienproduktion mit involviert ist, also komplett über den Vollautomat letztendlich die Preislisten hinten rausplumpsen und die PDFs letztendlich generiert werden. Das war letztendlich eine Prämisse. Und das hat sich bewährt im Projekt. Ihr wart eben frühzeitig in der Lage, eben die Dinge komplett selber zu importieren, anzustoßen und daraus dann eben diese hohe Varianz der Preislisten zu erzeugen. Natürlich hatten wir auch gewisse Herausforderungen, Risiken im Projekt. Das eine war natürlich das Timing, was ich gerade schon erwähnt hatte, relativ knapp bemessener Zeitraum. Dann natürlich das Thema Performance. Wir kennen aus vergangenen Projekten eher Projekte, wo wir 2, 3 Kataloge zeitgleich produziert haben, also wir oder der Kunde. Hier war es nochmal eine ganz andere Nummer, also tatsächlich die Daten auch live abzuzapfen aus dem Akeneo, daraus die Kataloge zu produzieren über den InDesign-Server. Und wir haben da sowohl natürlich infrastrukturell die Basis geschaffen. Wir fahren da über 20 InDesign-Instanzen, können da aber jederzeit auch noch hochdrehen, wenn die Anforderungen noch höher werden. Es ergeben sich jetzt wieder weitere Anforderungen aus den Ländern, weitere Sprachen, höhere Varianz der Preislisten. Und haben natürlich im Prozess ständige Optimierungen durchgeführt. Das ist eben genau das, was ich erläutert habe im Phasenmodell. Wir haben eben Erkenntnisse aus den ersten Phasen in die nächsten mit reingenommen und haben dann bestimmte Dinge, die ich gleich bei den Key Features nochmal darstelle, dann auch dahingehend optimiert. Dann ist es natürlich der Automatisierungsgrad, der hier eine entscheidende Rolle spielt. Also bei den vergangenen Preislisten war immer sehr viel Medienproduktionsarbeit noch mit involviert. Umbrüche wurden gesetzt etc. Gerade bei so mehrsprachigen Tabellen ist die Umbruchthematik natürlich immer kritisch, sag ich mal. Und hier war es halt so, dass wir das komplett in eure Hände gelegt haben über konfigurierbare Templates und Tabellen. Und das ist tatsächlich auch ein 100% Vollautomat aktuell. Die Risiken und Herausforderungen auf Kundenseiten waren zum einen die Ressourcensituation. Ihr wart mit 3 Mann, glaube ich, im Team. Also 2 Mann, die letztendlich die Publikationen erzeugt haben, den ganzen Prozess gesteuert haben mit den Ländern. Und ein Kollege, der die Daten gepflegt hat. Bei 60 verschiedenen Sprachen ist das schon eine Nummer, sag ich mal. War am Anfang ein Risiko, wurde aber tatsächlich mit diesem kleinen Team bewältigt. Alles parallel, also großen Respekt nochmal in diese Richtung. Und das gerade schon erwähnte Thema Befähigung des Kunden war am Anfang eben auch noch nicht klar, ob es 100% ohne Medienproduktion möglich wäre in diesem Ausmaß. Wir haben natürlich auch entsprechende Erfahrungen aus den Vorprojekten gehabt und wissen, welche Kernthemen da waren. Aber die Grundkonstellation hat sich eben auch komplett verändert. Anderes Team, andere Anforderungen, kein Druck mehr.
nur noch PDF-Erstellung, sodass diese kritischen Themen, die früher da waren in Richtung Produktmanagement, also jeder Bereich hat so sein eigenes Süppchen dann letztendlich auch gekocht, die gibt es nicht mehr, also höheres Maß auch an Kompromissbereitschaft, sodass tatsächlich auch dieser Vollautomat zum einen möglich war, als auch eben die volle Befähigung des Kunden und hundertprozentige Steuerung der Produktion über Thomas und sein Team. Ja, welche Key-Features haben wir in dem Projekt? Natürlich neben der hohen Skalierung, wo ich jetzt nicht nochmal explizit nochmal drauf eingehe, sind es tatsächlich die extensive Nutzung von Tabellenkonfigurator und Tabellenpresets und eben diese Systematik der Master-Erstellung und Duplizierungsvariante. Ich gehe vielleicht da mal an einem kurzen Beispiel drauf ein. Wir sehen also hier eine exemplarische Seite der Preisliste. Wir haben im oberen Bereich dieses gerade erwähnte konfigurierbare Template. Heißt also, im vorherigen System war es noch sehr stark statisch geprägt, sehr viele verschiedene Templates, die benutzt wurden. In diesem Fall ist das Template komplett konfigurierbar. Heißt also, welche Elemente erscheinen, nicht erscheinen, welche Elemente auch abhängig voneinander sind, wird komplett über Konfigurationen gesteuert. Und auch im unteren Bereich die Tabelle. Dort nutzen wir den Tabellenkonfigurator von Werk 2. Das ist letztendlich eine Komponente, die im Printplanner verfügbar ist und auch zukünftig in NeoWise verfügbar sein wird, die komplett auf einem Metadatenkonstrukt basiert. Heißt also, dass eine gewisse Basis, die gelegt wird, wie man die gestaltet, obliegt einem selber als Implementierungsdienstleister oder als Kunde. Und wir nutzen die halt in der Form, dass wir sagen, okay, wir haben bestimmte Eigenschaften für die Tabellen als solches, also welche Art von Tabelle wird dargestellt, und haben für die Einzelattribute nochmal gezielt einzelne Attribute, die man letztendlich pflegen kann. Das sind bestimmte Ausrichtungen, Zusammenfassung von Tabellen. Wird ein bestimmter Attributwert pivotisiert, also klassisch gekreuzt, oder gibt es bestimmte Clusterungen in der Tabelle? Das wird eben alles über diese Tabellenkonfiguration und die Metadaten geregelt. Und das gleiche Konstrukt wird eben auch für den oberen Teil der Templates benutzt. Also wenn ich das mal kurz am Beispiel zeige. Ich weiß nicht, wer von euch, von Ihnen den Tabellenkonfigurator schon mal gesehen hat. Letztendlich eine Print-Suite-Komponente, also im Print-Planner aktuell verankert. Diese Konfigurationen können auf die verplanten Datensätze gelegt werden, seien es jetzt Produkte, also in den meisten Fällen sind es Produkte. Und wir können für diese Produkte und die verknüpften Artikel entsprechend diese Tabellen konfigurieren. Wir haben im mittleren Bereich diese Preview-Komponente und im rechten Bereich haben wir die Metadatenkonfiguration. Ist wahrscheinlich von hinten recht schlecht zu sehen, aber wir haben hier die einzelnen Attribute, die einzeln konfiguriert werden können. Und dort kann man eben sagen, okay, die Farbe, die ich jetzt hier sehe, die gibt es jetzt in drei Clusterungen, die möchte ich jetzt kreuzen in der Tabelle. Dann stellt man es um, macht eine Preview, okay, passt. Das ist auch meistens das, was der Kunde letztendlich möchte. Die strukturelle Aussteuerung prüfen, also noch nicht mal jetzt unbedingt ein InDesign erzeugen, sondern stimmt die Struktur der Tabelle, und das kann man eben komplett über diese Konfigurationen steuern. Wir haben damit verbunden dann ein eigenes Konstrukt gebildet, sogenannte Tabellen-Presets. Man möchte ja nicht bei jedem verplanten Produkt erneut diese Konfiguration durchführen, sondern Thomas kann in diesem Fall ganz einfach im Excel-Sheet sowohl die Template-Konfigurationen hinterlegen als auch die Tabellenkonfigurationen. Und diese werden dann entweder manuell zugewiesen zu den Produkten oder können auch automatisiert, das ist dann halt Implementierungsarbeit, über SAP-Gruppen oder Ähnliches dann entsprechend zugewiesen werden. Heißt also, man macht sich einmalig diese Arbeit. Bei klassischen Klassifikationssystemen, im PIM zum Beispiel, legt man dann zum Beispiel für Klassifikationen dann entsprechende Presets an und kann diese dann entsprechend auswählen. Ursprünglich in den ersten Phasen haben wir dann auch für die einzelnen Knoten die Metadateninformationen hinterlegt, abgespeichert an den Informationen, haben aber eben, je mehr es ins Projekt reinging, je mehr Daten einfach da waren, je mehr Listen produziert wurden, haben wir eben gemerkt, okay, diese Metadatenkonfiguration potenziert sich in Millionen von Datensätzen.
Hat Seiteneffekte letztendlich auf Performance, auf Stabilität etc. Und haben dann nochmal komplett durchoptimiert und sind dann komplett auf die Presets gegangen. Letztendlich im Speicher werden die abgegriffen und daraus die Tabellen letztendlich generiert. Heißt also, wir sind da sehr, sehr schlank unterwegs mit den Presets und das hat sich merklich auf die Performance tatsächlich ausgewirkt. Da war eine Zwischenfrage. Ja, genau. Genau. Also ist komplett InDesign basiert. Wir generieren über den InDesign Server, haben aber jederzeit natürlich noch die Möglichkeit, über InDesign Client das Thema abzurunden. Aber wollen wir ja nicht. Warum dann nicht PDF-Renderer? Warum den Flaschenhals InDesign dann? Ja, wir hatten uns am Anfang auch die Frage gestellt, also wir wollten uns immer noch die Option lassen, ja, dass man nachbearbeiten kann, weil wir uns am Anfang eben noch nicht hundertprozentig sicher waren, in diesen unterschiedlichen Variationen, ob wir tatsächlich da komplett ohne Medienproduktionsarbeit auskommen. Und deswegen sind wir auf den Server tatsächlich gegangen, haben da aber entsprechend hochskaliert und ja, haben da ein gutes Ergebnis letztendlich erwirtschaftet. Ja. Gut. Dann gehen wir auf schon so weit. Erfolge aus. Ja, das ist wieder mein Slide. Ja, kommen wir zu den Erfolgen von dem kompletten Projekt. Ich beginne erst so mit so einem kleinen Teilerfolg, beziehungsweise ist eigentlich ein richtiger Erfolg, aber das ist ein Teilerfolg dieses Projektes. Und zwar das ist die Entwicklung des von mir vorhin erwähnten Grundfos Neutral Models. Das heißt, aus den unstrukturierten Daten die strukturierten Daten zu machen und die Kontrolle über diese Daten zu erlangen mit Hilfe von Product Sub. Ich sage dazu immer so schön, ich bin der Meinung, dass Daten von einem Unternehmen das neue Gold sind. Ja, das kann man so ein bisschen vergleichen. Wer die Kontrolle über seine Daten nicht hat, der wird es schwer haben, so ein Projekt umzusetzen. Vielleicht noch mal so ein kleines Erfolgserlebnis dazu. Ich war in meinen vorherigen Positionen immer, musste ich immer Exporte aus dem SAP selber oder manuell ziehen. Ja? Und die Exporte daraus sahen immer so ein bisschen aus wie so ein Flickenteppich, um ehrlich zu sein. Das heißt, ich musste immer wieder manuelle Bearbeitung machen. Und wenn der Export dann fertig war, ich hatte die Aufgabe durch, kam diese Anforderung zum Beispiel genau ein Jahr später wieder und ich musste alles wieder machen. So, und das war so ein bisschen ärgerlich. Und als wir dann mit dem vorherigen Projekt fertig waren, mit dem ProductSub-Projekt, habe ich mir einfach mal ein Excel-Sheet exportiert. Und dann hat man ein riesiges Excel-Sheet ohne Lücken. Man kann da runterscrollen und man hat in einem Attribut immer die gleiche Spaltenbreite. Das ist wunderbar. Also wenn man da rumscrollt, nachdem man das umgesetzt hat, das ist schon echt cool gewesen. Ja, und dann natürlich, worum geht es hier heute? Implementierung der Print Suite und auch die Nutzung der Print Suite. Das ist meiner Meinung nach der Haupterfolg des Ganzen, dass die Print Suite in unserer Infrastruktur implementiert worden ist, dass wir es nutzen. Und es ist zum allerersten Mal in der Grundfos-Geschichte dazu gekommen, dass wir nur ein Tool für die weltweite Preislistenerstellung benutzt haben. Vorher war das halt so, Frankreich hat ein Tool genutzt, Deutschland hat ein Tool genutzt. Und das sind natürlich Lizenzkosten. Viele Mitarbeiter haben daran rumgewerkelt. Jeder hat ein anderes Know-how. Und das war halt komplett breit gestreut. Und das ist für uns auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Und da vielleicht auch noch so eine kleine Anekdote. Wie erstelle ich die Preislisten? Das habe ich jetzt die letzten beiden Male so gemacht. Am Freitag zum Feierabend gehe ich in die Print Suite. Starte den Workflow, dass die Preislisten erstellt werden sollen, gehe ins Wochenende, mache gar nichts, also außer entspannen natürlich. Und am Montagmorgen komme ich dann wieder schön zurück, starte den Computer und habe halt in dem von uns definierten Ordner 62 Preislisten. Das ist halt schon, finde ich, ein guter Erfolg. Und zu guter Letzt, in Richtung Erfolge, es wurde jetzt auch schon mehrfach erwähnt, diese Flexibilität und Eigenständigkeit unserer Firma jetzt. Wir können das Tool selber bedienen. Ja, wir wissen genau, was passiert da. Wir haben Zugriff zu allen Servern. Wir wissen durch etliche Trainings von den Kollegen von Laudert auch genau, was wir zu tun haben, falls mal irgendwas schief geht. Muss man natürlich ein bisschen IT-affin sein, aber in unserem Team ist das halt vorhanden. Und das haben wir uns alles zeigen lassen, haben das dokumentiert und können sehr viele Sachen selber lösen, falls mal irgendwas nicht rund läuft. Und darüber hinaus, auch so als kleine Anekdote, diese Preset-Konfiguration, um einfach mal zu zeigen, was für einen Effekt das hat. Ich kann jetzt in das Excel-Sheet reingehen und sage zum Beispiel für das Preset Alpha, das ist halt ein Hauptprodukt von uns, möchte ich gerne in der Preisliste 2024 ein neues Attribut zeigen. Dann wäre das jetzt so gewesen, ich hätte eine Mail schreiben müssen an alle Länder, Leute, passt auf, bitte fügt dieses Attribut in eure Preisliste mit rein. Was passiert? Nur 50% setzen das um, manche lesen die Mail nicht und. Wir machen das einmal zentral in dem Excel-Sheet und mit dem nächsten Rendering ist das in allen 62 Preislisten enthalten. Das ist auch für uns noch ein Erfolg, den ich hier erwähnen wollte. Und dann kommen wir zum heutigen
letzten Slide, dem Ausblick-Slide. Das Ganze hört sich jetzt natürlich alles perfekt an, weil das eine Präsentation über dieses Projekt natürlich auch ist, aber man muss auch ehrlich sein, natürlich hatten wir auch Hürden in diesem Projekt. Und es gab den einen oder anderen Punkt, da haben wir es halt aus zeitlichen Gründen nicht geschafft, den Plan A quasi zu gehen, wie wir es geplant hatten. Wir mussten eine kleine Schleife gehen mit einem Plan B. Und Ziel für dieses Jahr ist es, diesen Plan B quasi zu beseitigen, das System rund zu machen. Das ist so die Definition von dem ersten Ausblickspunkt. Da sind wir auch schon dran, haben auch schon ein paar Sachen beseitigt und hoffen, dass wir zum Ende des Jahres dann ein rundes System hinbekommen. Wahrscheinlich, was Sie auch schon bemerkt haben, ich bin ein Fan von hoher Automatisierung. Das heißt, ich mag es gar nicht, manuelle Aufgaben oder wiederkehrende Aufgaben immer wieder auszuführen. Das macht mir keinen Spaß, das ist langweilig. Und deswegen arbeiten wir ebenfalls dieses Jahr noch an dem Automatisierungsgrad mit Hilfe von Skripten oder halt Programmierung von der Firma Laudert. Und als letzten Ausblickspunkt, wir haben jetzt aktuell 62 Preislisten, die wir rendern oder für 2023 gerendert haben. Und wir haben dadurch natürlich auch intern ein bisschen, es ist halt hochgekommen in allen Ländern. Auch die Länder, die jetzt noch nicht bedient worden sind, die haben schon angeklopft und haben halt gefragt, hey, wir wollen auch gerne eine Preisliste haben. Wie sieht das aus? Das heißt, wir haben jetzt ungefähr, ich glaube, 12 Länder waren es, die angefragt haben, die noch nicht bedient werden. Da hoffen wir, dass wir davon ein paar umsetzen können, die mit onboarden können. Und darüber hinaus, also ich habe da gar nicht dran gedacht, aber wir haben aus Deutschland und aus Italien die Anfrage bekommen, hey, wenn das ja automatisiert erstellt werden kann, dann übersetzt mir das Ganze doch einfach in Englisch und rendert mir eine englischsprachige Preisliste für die Kunden bei uns im jeweiligen Land. Und das ist auch noch ein Ausblick von uns. Wir wollen das erweitern und wir schätzen mit 90 bis 100 Preislisten für das Jahr 2024. Das war's. Ja. Super. Vielen Dank. Weitermachen. Mhm. Genau. Sahen die Preislisten früher global auch schon gleich aus? Oder? Nein, die sahen nicht gleich aus. Es war sogar so, dass wir in manchen Ländern noch Excel-Sheets quasi verschickt haben. Das ist kein Witz, also das ist noch in den letzten Jahren passiert. Wurde dann zum Kunden geschickt und er hatte dann quasi ein Excel-Sheet, worin er rumscrollen konnte. Und wie vorhin schon erwähnt, das Design und die Struktur haben wir aus den europäischen Preislisten entnommen, weil die waren schon einfach ein Stück weiter als andere Länder. Super. Ja. Also was da abschließend auch nochmal zu sagen ist, dass eben auch nur dieser unbedingte Wille, 100% zu automatisieren, jetzt eine Basis geschaffen hat, wo wir ganz andere Möglichkeiten für die Zukunft haben. Also gerade in Richtung Individualisierung, wirklich hin zu kundenspezifischen Preislisten. Diese Basis ist halt jetzt gelegt und findet man halt nicht in jedem Projekt, das muss man auch einfach sagen. Da sind die letzten grafischen Finessen dann, sag ich mal, maßgebend und ist aber kein Zukunftsmodell halt, ne? Und hier zeigt sich wirklich, die Basis dafür ist gelegt. Keine Schmuckseiten. Gibt es die Anforderung, dass Schmuckseiten wiederkommen sollen? Ja, gibt es. Ganz speziell von einem wundervollen Land, das heißt Frankreich. die Franzosen benutzen die Preisliste nun mal wirklich einfach ein bisschen anders. Ja? Die benutzen das auch ein bisschen als Auslegungstool, gerade in Hinsicht auf das Produkt pumpen. Ja? Und wir mussten halt Kompromisse machen. Wir haben gesagt, passt auf, wenn ihr das vollautomatisiert haben wollt, gibt es im Jahr 2023 halt keine Kennlinien in der Preisliste. Aber der Druck ist da und wir müssen da auch gucken, dass wir dieses Feature mit implementieren. Und ich bin im Anfang Mai, fahre ich wieder ins Headquarter und setzen uns zusammen und gucken dann, welcher Bedarf ist quasi den wir am höchsten priorisieren und den probieren wir dann noch umzusetzen. Super. Benutzt ihr unterschiedliche Bildmaterialien in den Ländern? Oder nein. Wir benutzen dieselben Standarden. Das heißt, wir haben auch bei uns im Akeneo, daher kommt das Bild aus diesen Parent Entities, das ist halt der Text überhalb der Tabellen, was wir vorhin gesehen haben. Da haben wir uns bewusst für entschieden, weil es war in den vorherigen Preisen so, jeder wollte irgendwie ein anderes Bild zeigen. Ja? Und meiner Meinung nach ist das ja nur ein Abbild von dem Produkt, was man letztendlich kauft. Ja? So, und da haben wir einfach gesagt, nein, das machen wir nicht mehr, weil wenn man das dann mal hochrechnet, das multipliziert sich ja alles. Das heißt, ich zeige 100 Bilder mal 62, jeder will ein anderes, ist die Datenmenge halt noch viel, viel größer. Dementsprechend haben wir da einen Riegel vorgeschoben. Das ist quasi ein globales Feld bei uns im Akeneo. Ja, wir haben die Challenge, dass die südländischen Länder sagen, blonde Frauen sind nicht der Faktor, von daher, ja. Okay. Aber wie gesagt, wenn das dann ein Bedarf ist des jeweiligen Landes, wir sind frei. Also wir können ja auch das InDesign-File zur Verfügung stellen und dann müssen sie es halt manuell ändern.
Ich meine, das ist ja nicht falsch, das Bild, was wir zeigen. Das wurde von unserem globalen Produktmanager ausgewählt. Und wenn der Spanier sagt, ich möchte gerne ein anderes Bild haben, dann soll er es implementieren. Genau. Die Dame? Also, ja. Ja. Die Dame da hinten? Wie läuft bei Ihnen die Kommunikation und die Korrekturschleifen mit allen Ländern ab? Ja, das ist auch eine gute Frage. Das ist in dem ersten Jahr auch noch ein bisschen holprig gewesen. Ja, wir haben das so gemacht, wir haben ein Netzwerk gebildet. Das Netzwerk besteht quasi aus unserem Team, PXM-Team, ganz oben, quasi als Projektleader, oder Product Owner, in dem Fall bin ich das. Wir haben einen Projektmanager mit dabei gehabt, der das übernommen hat. Und wir haben dann auf der globalen Ebene, unsere Produkte sind in 4 Segmente eingeteilt. Deswegen haben wir pro Segment einen Global Anchor, so haben wir ihn definiert, haben wir halt ausgewählt, der quasi auf der globalen Ebene alle Aufgaben übernimmt. Und dann runtergebrochen in die lokalen Länder haben wir ein relativ großes Netzwerk an Kontaktpersonen. Aber der Aufwand dieser Kontaktperson ist halt relativ gering. Das heißt, die müssen sich um das Proofreading kümmern, schauen halt nach, passt das soweit. Das ist natürlich dann noch auf der Seite der lokalen Local Anchor in dem Fall. Super. Hast du noch eine? Ja, nee, sonst sind wir durch. Also wenn noch weitere Fragen entstehen, wir sind, wie gesagt, im gesamten Zeitraum der Veranstaltung da. Ja, du musst heute schon abreisen, glaube ich. Das aber, muss ich gleich. Ich kenne es ja ansonsten auch. Insofern. Genau. Müssen wir, glaube ich, abbrechen jetzt. Ja. Dann vielen Dank.